Hallo Leute, heute ist der 7.2.2018 und heute ist das neue Star Stable Update rausgekommen. Und wie wir schon erwartet haben, kamen heute die nordschwedischen Kaltblüter. Wurde ja bereits angekündigt und nun sind sie da. Es sind drei schöne Farben, wir haben nämlich einmal einen Rappen, einen Braun und einen Palomino. Der Rappe und der Palomino stehen in Vaildale. Und der Braune steht hier in Fort Finta, wo ich nun auch schon bin. Und wird ab Level 1 erhältlich sein, während die anderen beiden ab Level 8 erhältlich sind. Kosten tun die nordschwedischen Kaltblüter 749 Starcoins, was ich auch durchaus fair finde. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit mehr gerechnet und hatte mich über den Preis wirklich gefreut. Vor allem nachdem da zuletzt alles auch so teuer war in SSO. Finde ich wirklich in Ordnung. 749 Starcoins sind wirklich ein fairer Preis. Einen Ruf braucht man für die Kaltblüter nicht. Und ansonsten sind sie eben, wie auch schon die alten Kaltblüter, kältebeständig. Das heißt, man kann im Dinotal mit normaler Geschwindigkeit reiten. Während bei anderen Pferden das Tempo langsamer ist, geht es bei den Kaltblütern sozusagen ganz normal. Wegen ihren breiten Fesselbehang kann man bei den nordschwedischen Kaltblütern keine Gamaschen und Bandagen oder sowas drum machen. Das ging aber bei dem vorigen Modell auch nicht, von daher ist es jetzt nicht so eine Einschränkung, finde ich. Und man hat bei diesen Kaltblütern die Option, einen kurzen oder einen langen Schweif zu wählen. Es ist ja so, dass die Kaltblüter als Zugpferde eingesetzt wurden, die damals viel Zeit beziehen von Karren und Flügen verbrachten und dafür musste häufig der Schwanz kurz geschnitten werden, damit sie nicht hängen bleiben. Und Star Stable wollte das Erbe des nordschwedischen Kaltblüts sozusagen ehren und hat damit die Option gegeben, auch den kurzen zu nehmen, aber eben wem es nicht gefällt, der kann eben auch den langen nehmen. Finde ich eine schöne Idee, finde ich auch, ja, nett, also schön gemacht von ihnen. So, und dann werfen wir mal auch einen Blick auf die Kaltblüter. Hier ist ja zuerst mal der Braune. Den haben wir ja schon im Trailer gesehen. Eben dieser normal Braune mit dem kleinen Stern am Kopf. So ein bisschen leichte Äpfelung, Mehlmäul hat er. Und ansonsten eben dieses, ja, sagen wir mal, normal braune bis leicht ins dunkle braune fehlende Fell. Ein schönes Pferdchen, hat ein sehr schönes Gesicht, finde ich. Diese neue Mähne, die ja auch nur bei diesem Kaltblut ist. Und er hat jetzt hier auch diesen langen Schweif. Und eben auch das Fell, was wir ja auch schon im Trailer bewundern konnten. Finde ich wirklich schön gemacht, hat eine schöne Struktur. Finde ich ein bisschen wie beim Easy. Man sieht ihm direkt an, dass er kältebeständig ist. Also auf jeden Fall sehr schön gemacht. Gut, dann schauen wir uns mal die anderen beiden Modelle noch an. Dafür muss ich jetzt nach Vaildale. So, hier wäre ich nun in Vaildale. Jetzt bin ich auf dem Weg zu den beiden. Oh, da stehen auch schon um einiges mehr Leute davor, wie es aussieht. Ja, hier sind sie auch schon. Hier ist schon der Rappe, den wir auch im Trailer gesehen hatten. Einfach normal schwarz ist er sozusagen und die Mähne von ihm verläuft so an den Spitzen leicht ins Braune. Ansonsten hat er eine kleine Schnippe und mehr als zwei Abzeichen hat er ja nicht. Und er hat jetzt hier auch den Langschweif. Ich sehe ja gerade, die haben alle hier den Langschweif. Also man kann den wahrscheinlich einfach nur nachträglich auch zu dem kurzen machen. Und ich auch schön gemacht, hat ein wunderschönes Gesicht, finde ich. Sie sehen ja dem Connemara sehr ähnlich. Haben, glaube ich, auch komplett die gleichen Animationen. Was ich im Galopp jetzt nicht ganz so passend fand, aber das ist ja eine andere Sache. Trotzdem sind sie schön gemacht, kann man nicht sagen. Und die Gesichter sind wirklich, wirklich richtig niedlich, finde ich. Das wäre also der Schwarze. Und jetzt zum Schluss haben wir den Palomino, wo ihm auch die ganzen Leute vorstellen. Also der scheint am beliebtesten zu sein. Gucken wir, ob ich hier einen Blick auf ihn erhaschen kann. Hier ist er. Wirklich schön. Ich finde, von hier sieht er fast so ein bisschen aus wie so ein Pony. Irgendwie wie so ein kleines, kräftiges Pony, weil er auch irgendwie so klein wirkt. Ist wirklich, wirklich niedlich gemacht, die Struktur, das Palomino-Fell dazu. Dann hat er die weißen Fesseln, wunderschöne helle Mähne, den etwas schräg verlaufende Blässe. Was auch einfach nur natürlicher wirkt, finde ich, weil die Blässen verlaufen ja nur nicht immer gerade. Dann so graublaue Augen, wie es aussieht. Also finde ich auf jeden Fall bildschön, diesen Palomino.
Also ich muss sagen, grundsätzlich alle drei gefallen mir wirklich richtig gut. Ich bin ja sowieso so ein Kaltblut-Fan. Ich finde die total klasse. Okay. Ansonsten steht jetzt der Pferdemarkt diese Woche in Fort Pinder. Ja, und sonst war es das eigentlich schon für heute. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit euren neuen nordschwedischen Kaltblütern und danke euch fürs Anschauen meines Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.